Du kannst dich ohne CV, ohne Anschreiben, mit ein paar Klicks bei uns auch bewerben. Ja, also ich hätte jetzt noch ein paar Fragen, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen, damit ich einfach noch ein bisschen sicherer bei meiner Entscheidung werde. Und zwar, wie ich denn jetzt Zu- oder Absage zu meiner Bewerbung bekomme. Du bekommst direkt nach dem letzten Schritt, das ist das Assessment Center, eine Zu- oder Absage. Das bekommst du telefonisch, das heißt, ein Recruiter ruft dich an oder in dem Fall rufe ich dich an und sagt dir Bescheid, wie es ausgegangen ist für dich. Hätte denn bei meiner Bewerbung auch mein LinkedIn-Profil nur gereicht oder wie geht ihr da voran? Also bei uns ist auch das Social Apply möglich. Das heißt, du kannst dich ohne CV, ohne Anschreiben mit ein paar Klicks bei uns auch bewerben und direkt über LinkedIn auf die jeweilige Stellenanzeige. Ich habe gehört, dass ihr auch Background-Checks durchführt. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wir schauen uns alle deine relevanten Steps an und prüfen die auch. Das heißt, zum Beispiel prüfen wir den höchsten Bildungsabschluss oder relevante Jobpositionen. Wenn du alles richtig angegeben hast, brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich habe auch von eurem hybriden Arbeitsmodell gehört. Nur wie stellt ihr denn sicher, dass ich irgendwie gut ins Team komme oder in den Fachbereich? Gibt es da irgendwie einen Buddy für mich oder wie macht ihr das? Ja, du bekommst gleich zum Beginn einen Buddy zur Seite gestellt. Das sind in der Regel jobähnliche Positionen, die ihr habt oder vielleicht auch in dem Moment ein Trainee. Soll natürlich den Einstieg so leicht wie und angenehm wie möglich machen in der kompletten Zeit. Und wir bevorzugen auch das hybride Arbeitsmodell, weil es halt einfach aus beiden Welten das Beste vereint. Oder? Du hast also auf der einen Seite zeitlich und räumlich bist du super flexibel und auf der anderen Seite hast du auch den persönlichen Austausch, um natürlich auch in das Team hineinzukommen und dich dort einzufinden. Wichtig ist uns auch, dass du jemanden in deinem Team hast, der dich unterstützt. Und das kann der Buddy sein, es kann aber auch ein anderes Teammitglied sein, es kann deine Führungskraft sein. Weil damit findest du dich natürlich auch schnell in das ganze Team hinein. Wir schauen drauf, dass der Buddy eher ein Trainee ist oder eine andere Person im Team. Führungskraft hast du natürlich immer an deiner Seite und soll dich auch unterstützen. Aber wir glauben, die ein oder andere Hemmschwelle hat man vielleicht dann doch. Und es spricht sich gerade zu Beginn einfacher mit einem Buddy, der einfach gleichgesinnt ist. Das stimmt. Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar, was generell von mir erwartet wird oder was bei Fehlern passiert. Keine Ahnung, weil ich eben einfach noch nicht so viel Praxiserfahrung habe. Also Fehler sind ganz menschlich und insbesondere im Praktikum, Werkstudium oder auch im Trainee-Programm ist dafür da. Aber selbst wenn ich Berufseinsteiger bin oder auch schon Professional, auch da unterlaufen einfach Fehler. Das ist ganz menschlich. Ne? Also macht ihr da überhaupt gar keine Gedanken. Uns ist wichtig, dass man daraus lernt, dass man konstruktives Feedback annimmt, aber auch gibt. Das heißt, nutz einfach hier auch unsere Feedback-Kultur, unser Speak-Up. Du bist ganz neu dann im Team und hast den ganz neuen Blick auf die Dinge. Und daher, bring das auch an. Ne? Vielen lieben Dank für deine Antworten auf meine vielen Fragen. Das hat mir jetzt auf jeden Fall mehr Sicherheit gegeben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.